Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Cannabiskonsum teillegalisiert, so denken die Zwickauer darüber. Und Max-Pechstein-Museum feiert 10-Jähriges. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tagaktuell vom Dienstag. Für viele von uns hörte es sich vielleicht wie ein April-Scherz an, aber das war es nicht. Seit dem 1. April 2024 gilt die Teillegalisierung von Cannabis. Das bedeutet, dass jetzt der Besitz von kleineren Mengen der Droge nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden soll. Das Gesetz sieht keine komplette, sondern kontrollierte Freigabe der Droge vor. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum ist Volljährigen im öffentlichen Raum erlaubt. In der eigenen Wohnung können Konsumenten außerdem bis zu 3 Cannabispflanzen kultivieren und bis zu 50 Gramm für den Eigenbedarf aufbewahren. Geerntet werden darf nur zum Eigenkonsum, also nicht zur Weitergabe an andere. Außerdem müssen Samen, Pflanzen und geerntetes Haschisch und Marihuana gegen Diebstahl und Zugriff von Kindern geschützt werden. Wie die Zwickauer über die Teillegalisierung denken, das haben wir heute einmal hinterfragt. Was halten Sie davon? Gar nichts. Weil es wird trotzdem weiter das Zeug genommen. Jetzt ist es erlaubt. Also, und hier Stadtverbot, da hält sich keiner dran. So, eigentlich wir sind dagegen. Bin ich strikt dagegen. Deswegen? Es wird so viel Unfug damit betrieben und ich glaube nicht, dass man mit der Legalisierung dem Einhalt gebieten kann. Und gerade wenn jeder jetzt 3 Pflanzen für den Eigenbedarf, wer kann kontrollieren, dass das dann nicht zum Eigenbedarf, sondern zum Verkauf genutzt wird? Von daher bin ich da sehr skeptisch. Ich finde das gut. Warum? Es macht glücklich, glaube ich, fröhlich und hungrig. Das Letzte ist ein Nachteil. Aber ich glaube doch, das ist gut für kranke Leute. Für kranke Leute. Aber wie ist die Wirkung, wenn die Eltern das ihren Kindern vorleben? Ich dachte, die Dosis macht das Gift. Und die Eltern sollten ein Vorbild sein. Ja, und ihren Kindern das beibringen, was gut ist und was nicht gut ist. Dass es abhängig machen kann und dass die Kinder noch ein Hirn haben, das in der Entwicklung ist. Ich glaube, dann geht das gut. Es ist jedenfalls besser, als wenn sie sich das auf der Straße holen. Also ich finde es nicht in Ordnung, muss ich es wirklich sagen. Weil ich jetzt damit sage, die Regierung provoziert es damit, dass viele Kinder zum Beispiel in dem Alter von 12 bis 16 das jetzt auch machen, so ungefähr. Und ich finde es als Mutter selber, ich bin ja selber Mutter von 4 Kindern, ich finde das nicht in Ordnung, muss ich wirklich sagen. Weil das macht auch nicht die Gesundheit, ne, perfekt für die Kinder. Deswegen sage ich dazu, die haben extrem übertrieben. Wie sehen Sie das? Was treibt Sie um? Wie würden Sie es beurteilen? Also ich bin nicht begeistert. Ich sehe das sehr kritisch. Zum einen ist schon durch die letzten Jahrzehnte der THC-Gehalt deutlich gestiegen. Und zweitens ist es natürlich so, dass ich denke, es ist das falsche Zeichen an die Jugend. Also ich sehe es nach wie vor nicht als, ja, wie soll ich sagen, Es vermittelt einen falschen Eindruck legal mit der Legalität. Ja. Das ist ja sicher auch schwer zu kontrollieren, ne? Ja, ich denke, das ist reine Theorie, wie das funktionieren soll. Das kann ich mir gleich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass damit der Schwarzmarkt wirklich bekämpft werden kann. Und die Gefahr, dass vielleicht noch mehr Leute darauf zurückgreifen, ist wahrscheinlich sehr groß, nehme ich an. Seit dem 1. April ist der Cannabiskonsum teilweise legalisiert. Haben Sie davon gehört und was halten Sie davon? Ja, aber ja, was soll man dazu sagen? Ich verstehe es nicht ganz, aber warum haben wir nicht andere Probleme? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich nötig ist. Ob das den Menschen was hilft, die schon jetzt konsumieren, dass es denen erleichtert wird. Ich meine, als Medikament ist Cannabis gut, aber für so einen Gebrauch
Aber man wird sich abfinden müssen, genau wie mit Zigaretten. Ne? Man könnte es vergleichen mit dem Alkohol oder mit den Zigaretten. Wer vernünftig damit umgeht, wäre in Ordnung, meine Meinung. Klare Ansage. Ich trinke nicht, ich rauche nicht und ich kiffe auch nicht. Aber das ist was anderes. Ich finde es okay, es gibt Schlimmeres. Ich finde ganz wichtig, dass einfach die Aufklärung darüber unglaublich wichtig ist. Und darum geht's. Und wenn das auch geschieht, dann können wir auch mal weiter drüber reden. Ja, also für die, die es benutzen, ist es halt dann besser. Also ich habe damit nichts zu tun, ne? Also ich halte mich von Drogen jeder Art fern. Aber ja, ist am Ende denen ihre Entscheidung, die das legalisiert haben. Ich, ja. Und wie, was meint ihr? Ja, also ich finde es halt, ja auch, die es halt benutzen, ja, ist halt richtig, aber... Würdet ihr es trotzdem mal probieren wollen? Nein. Ihr? Nee, also genug Freunde, die es nehmen, auch unter 18, aber die sind komplett Absturz geworden und mit denen habe ich auch nichts mehr zu tun, weil es einfach nur dumm ist, sich die Birne wegzukiffen und halt einfach sinnlos Geld dafür auszugeben. Man kann auch ohne das Zeug Spaß haben. Im Endeffekt ist es ja eine Sache, die jeder selber entscheiden kann. Und ich finde, das ist mehr Freiheit. Und die Drogenjungs, denen wird es schon ein bisschen komisch vorkommen. Ne? Wenn sie nicht die Preise runtersenken und dann die dort auch wieder greifen. Aber ich finde, die Freiheit muss man haben in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es hilft. Ne? Es geht ja in erster Linie um die Kriminalität einzugrenzen. Und ob das gelingt, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt aber auch umgekehrte Beispiele, dass es doch Wirkung zeigt. Wenn es das in der Richtung hätte, dann würde ich das begrüßen. Aber ansonsten halte ich nicht so von, weil ich selber eben kein Interesse habe. Eigentlich nicht, nee, nicht viel. Nein, weil wir ja also sowas nicht machen, so rauchen und so. Wir versuchen uns ja, also unseren Körper nicht zu verunreinigen. Ne? Und da machen wir das nicht als Zeugen Jehovas. Ne? Sie sehen es auch so? Genau, ich sehe es auch so. Was halten Sie davon? Gar nichts, weil ich bin Medizinerin und halte davon gar nichts, wie die Mediziner das auch schon kundgetan haben, die Fachleute. Vielleicht eine kleine Begründung, wenn Sie Medizinerin sind? Weil ich finde, es gibt schon so genug Drogen und damit hat unser Gesundheitswesen schon zu kämpfen. Und wenn jetzt noch mehr dazukommen, sehe ich das, weiß ich gar nicht, wie das bewerkstelligt werden soll. Und ich sehe eine Gefahr vor allen Dingen für die jungen Leute. Das kann ja gar nicht kontrolliert werden. Weder die Anzahl der Pflanzen noch ob nun Jugendliche oder Kinder dabei sind und das mitkriegen, man kommt ja so schon nicht hinterher. Also ich bin dagegen, vollkommen dagegen. Eine Frage haben wir, du Gastronom hier, Brauhaus in Zwickau, ihr habt gerade euren Biergarten aufgebaut, wunderschön. Ja. Jetzt ist ab 1. April das Gesetz, die Teillegalisierung von Cannabis in Kraft getreten. Mhm. Heißt natürlich auch, im Außenbereich darf man konsumieren. Wie geht ihr hier damit um? Ja, prinzipiell können wir es eh nicht beeinflussen, wer hier was konsumiert, also dementsprechend also raucht. Ne? Zigaretten werden sowieso geraucht. Und ob da jetzt jemand noch was Pflanzliches anzündet, keine Ahnung. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt ein Schild dran machen, die müssen draußen bleiben, weil es findet sowieso in der Öffentlichkeit statt. Also da haben wir kein Problem damit. Findest du die Entscheidung, dass die so schnell durchgewunken ist, in Ordnung? Ja gut, es gibt dafür, es gibt auch dagegen. Ne? Also ich meine, das ist natürlich der Schwarzmarkt nicht so groß wieder wird. Ne? Das ist schon sehr, also ist schon gut. Aber dementsprechend, ich habe so ein bisschen Bedenken, weil ich habe auch Kinder, ob das so alles so im Umfeld damit konfrontiert werden müsste. Muss man schauen, wie es sich entwickelt. Ja. Die Stadt Zwickau sucht wieder einen Stadtschreiber bzw. eine Stadtschreiberin. Dieses Stipendium soll jungen Menschen ermöglichen, stadtgeschichtlich zu arbeiten und erste Erfahrungen in einem möglichen Wirkungsbereich zu sammeln. Bewerbungen können bis einschließlich 10. Mai eingereicht werden. Zu den Tätigkeiten eines Zwickau-Stadtschreibers gehört insbesondere städtische Veranstaltungen und Ereignisse dokumentarisch zu begleiten und Interviews mit wichtigen Akteuren der Zeitgeschichte zu führen. Auch das Fortschreiben der Stadtchronik ist eine der zentralen Aufgaben. Als Aufwandsentschädigung bezahlt die Stadt 1.000 Euro im Monat. Zudem wird eine kostenfreie möblierte Wohnung in der historischen Altstadt zur Verfügung gestellt. Die komplette Ausschreibung ist im Stellenportal der Stadtverwaltung zu finden.
Werbung. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen. Es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Eigentlich könnte ich diese Übung auch zu Hause machen, aber an den Geräten ist es viel effektiver. Wann gehst du endlich mal wieder mit mir zum Wandern? Ich kann nicht mit dir zum Wandern gehen. Meine Knie schmerzen mich so sehr und plagen mich. Ja, dann probier doch einfach mal Rosaxan. Mir hat Rosaxan unglaublich geholfen. Rosaxan? Ja, Rosaxan gibt's in jeder Apotheke. Ich probier's aus. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Ein Alleinstellungsmerkmal für Zwickau ist, dass es über ein Max-Pechstein-Museum, das einzige seiner Art, weltweit verfügt. Am kommenden Wochenende wird hier das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Grund genug für uns, einmal in unsere Beiträge von vor 10 Jahren zu schauen. Es war schon beeindruckend, wie groß damals der Medienrummel gewesen ist, als auch die Enkel von Max Pechstein, Julia und Alexander, zur feierlichen Eröffnung anwesend waren. Dank des Engagements der damaligen Stadtspitze in Person von Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis und dem viel zu früh verstorbenen Finanzbürgermeister Bernd Mayer, der damals schon weiter gedacht hat, war es gelungen, die weltweit umfangreichste Sammlung ihrer Art der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nach 1989 hat man ja hier im Städtischen Museum in den Kunstsammlungen versucht, auf Max Pechstein zu der Bedeutung zu verhelfen, die ihm gebührt in seiner Geburtsstadt. Aber wir hatten natürlich nicht die Kunstwerke, um auch eine Ausstellung zu zeigen, die andauernd realisiert werden kann, sondern wir mussten erst Werke ankaufen. Und da war, glaube ich, sowohl die Stadt Zwickau als auch Stifter und Spender sehr spendabel, damit das gelingen konnte. Aber erst mit der Familie Pechstein, die dann bereit war und jetzt bereit ist, Dauerleihgaben nach Zwickau zu geben, ist es richtig und wichtig, dass wir ein Max-Pechstein-Museum jetzt in Zwickau haben. Also neben dem Museum muss man sich natürlich Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Also sowohl räumlich als auch inhaltlich. Und inhaltlich, denke ich, sind wir jetzt auf dem Stand, wo wir davon eigentlich ein Stück profitieren könnten, wenn wir uns in Richtung Pechstein-Forschung begegnen würden. Da müssen die personellen, materiellen Voraussetzungen geschaffen werden. Aber ich glaube, es wäre gut für die Stadt, Symposien durchzuführen.
Ja, mit unwahrscheinliches Material an Pechstein, von Konvolat über Bilder. Wir haben einfach gegenwärtig nicht die Zeit, das zu durchforsten, um das mal so zu sagen. Das ist in Ansätzen basiert. Aber das wäre auch so ein Ansatz, um auch international Zwickau mit Pechstein ein Stück bekannter zu machen. Im Vorfeld des bevorstehenden Festwochenendes haben wir am gestrigen Tage dem Museum einen Besuch abgestattet und die Leiterin gefragt, was aus den Visionen von Bernd Meyer geworden ist. Also wir können schon sagen mit Stolz, dass das Pechstein-Museum jetzt eine wirklich feste Größe in unserer Stadt Zwickau ist und auch überregional sehr bekannt geworden ist. Wir haben ja in den letzten Jahren zahlreiche Sonderausstellungen organisiert. Wir haben Erwerbungen getätigt, wir haben Schenkungen bekommen. Wir haben immer im Rücken die Familie Pechstein, die das Vorhaben von Anbeginn an unterstützt haben. Internationale Symposien sind hier durchgeführt worden und es gibt mittlerweile wirklich auch eine große Fangemeinde, auch über unseren Förderverein, die Arbeit unseres Pechstein-Museums hier in Zwickau unterstützen. Und angefangen hat es ja eigentlich mit zwei Gemälden, die wir 1990 nur hatten. Eines stammte noch aus den Erwerbungen von Hildebrand Gurlitt aus den 20er Jahren. Eins kam in den 70er Jahren, ein spätes Werk, hinzu. Und dann ist sukzessive an dem Ausbau einer Pechstein-Sammlung gearbeitet worden. Und Höhepunkt war zweifelsohne dieses Gemälde damals, was wir 2010 erworben haben mit Unterstützung der ZEV und was dann auch im Rathaus mit viel, viel Publikumsinteresse vorgestellt worden ist. Und das war sozusagen dann der Startschuss, dass die Stadtspitze gesagt hat, jetzt müssen wir das mit dem Pechstein-Museum angehen, mit Unterstützung der Familie, mit zahlreichen Leihgebern. Aber auch, und das können wir auch mit Stolz sagen, haben wir ja in den letzten 10 Jahren zahlreiche Erwerbungen getätigt. Jetzt haben wir 10 eigene Gemälde, die hier auch den Sammlungsbestand bereichern, neben der Grafik, neben Briefen und Postkarten. Und das ist schon eine Leistung, auf die wir wirklich dankbar auch zurückblicken und auch damals an die Verantwortlichen, die diese Weitsicht gehabt haben. Es ging ja damals, ich erinnere mich, mit 40 Gemälden los und es war dieser Wow-Effekt. Genau. Also so viele Gemälde findet man ja in keinem Museum und dass wir wirklich alle Schaffensphasen präsentieren können. Es gab immer noch ein paar Lücken, zum Beispiel die Sommeraufenthalte in Nidden und in Leba und auch das ist jetzt gelungen mit der letzten Erwerbung der Bäuerin. Da haben wir also ein frühes Werk aus Nidden bekommen und ja, da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass das gelungen ist. Wir haben es gerade gesagt, im Vorfeld 10 Jahre, Leute, wie die Zeit vergeht. Sie haben hier unheimlich was auf die Beine gestellt. Grund genug, um am kommenden Wochenende zu feiern. Und ich glaube, da steht eine ganz große Sache bevor. Genau, wir haben also ein gutes Programm zusammengestellt. Das ganze Wochenende, es ist freier Eintritt. Und wir beginnen mit dem Auftakt. Die Familie wird auch kommen. Fast so, einer fehlt natürlich, Alexander Pechstein, der vor 2 Jahren verstorben ist, der wirklich eine große Lücke gerissen hat. Aber der Zusammenhalt der Familie ist so, dass sein Halbbruder jetzt in diese Lücke gesprungen ist und hier genauso engagiert mitarbeitet, Martin Pechstein. Und die werden natürlich alle wieder kommen und auch die Witwe von Alexander Pechstein. Da freuen wir uns sehr. Sie haben ein gutes Team an der Seite. Federführend ist jetzt eine Kollegin heute mit vor Ort, die vielleicht noch mehr erzählen kann. Genau. Zum Programm wird Annika Weise, die seit 2015 Kuratorin für das Pechstein-Museum ist. Das war auch möglich, dass wir dann auch mit einer Kunsthistorikerin die Stelle besetzen konnten, die sich vornehmlich um das Pechstein-Museum kümmert und die natürlich auch viele schöne Ausstellungen organisiert hat, wie beispielsweise die phänomenale Tanzausstellung oder die letzte Sehgewohnheiten, wo wir auch wirklich Forschungsthemen generieren aus dem Sammlungsbestand oder interessante Themen ans Licht bringen und dem breiten Publikum hier vorstellen können. Ja, Frau Weise, schön, dass Sie heute auch Zeit für uns haben. Wir haben es gehört von Frau Dr. Lewey, seit 2015 hier dabei, Teil des Teams geworden. Sie fühlen sich wohl. Erzählen Sie was. Ja, ich freue mich nach wie vor, Teil des Teams sein zu dürfen. Die Geschichte reicht weit zurück. Ich habe hier mal ein Praktikum gemacht. Dann war ich über mehrere Monate, wie es so schön heißt, Honorarkraft. Und wir haben uns aber nie aus den Augen verloren. Und ich werde nie vergessen, wie als klar wurde, dass die Stelle ausgeschrieben wurde, mich alle ehemaligen Kollegen
Kolleginnen in irgendeiner Form kontaktiert haben und gesagt, du musst dich bewerben. Ja, und das ist mittlerweile schon fast 10 Jahre her, 9 Jahre tatsächlich. Ich durfte mich, wie das so schön heißt, ins gemachte Nest setzen. Frau Dr. Lieber hat es ja schon erwähnt, als ich 2015 hier angefangen habe, gab es das Max-Pechstein-Museum schon. Ich war damals zur Eröffnung Gast und habe mir nicht träumen lassen, dass ich da 1,5 Jahre später als Kuratorin hier beginnen durfte. Und ja, es ist erschreckend und gleichzeitig erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht. Seitdem ist viel passiert, wir haben es gehört. Max Pechstein, was hat das für Sie für eine Bedeutung, diese Person, dieser Maler? Man entdeckt immer wieder was Neues. Also natürlich Max Pechstein als großer Sohn der Stadt. Und mit jedem Werk öffnet sich eine neue Tür. Manche feststehenden Fakten werden umgeworfen, vieles wird immer wieder neu geschrieben, ergänzt. Für uns ist es ein wahnsinnig spannendes, erfüllendes Tätigkeitsfeld, weil wir natürlich auch nicht nur für uns selbst sammeln und bewahren, sondern vor allen Dingen immer auch an die Vermittlung denken, in Hinsicht auch natürlich an Publikationen und an die Sonderausstellung. Und von daher freuen wir uns auch, unseren Max, den wir vor allen Dingen halt kunsthistorisch und von der Forschungsseite her betrachten, dann auch einem breiten Publikum nahezubringen. Das ist natürlich auch ganz toll, dass die Familie am kommenden Wochenende dabei sein wird. Also es wird richtig gefeiert und die Öffentlichkeit ist eingeladen. Wir hoffen, dass zahlreiche erscheinen. Es sind ganz herzlich alle Zwickauer und alle aus der Umgebung und alle Pechstein-Freunde und Kunstfreunde, Interessierte eingeladen. Wir haben uns bemüht, ein breites Programm auf die Beine zu stellen. Alles beginnt am Freitag. Genau auf den Tag, genau 10 Jahre nach Eröffnung des Pechstein-Museums, beginnen wir unser Festwochenende mit einer Auftaktveranstaltung. Und an dem Samstag, den 13., widmen wir uns hauptsächlich Vorträgen. Das heißt, Julia Pechstein wird unter anderem einen Vortrag halten und spannende Geschichten rund um die Bilder, um vielleicht auch Rückseiten, die man sonst natürlich als Besucher nicht sieht, erzählen. Wir werden aber eben uns auch den angewandten Arbeiten von Max Pechstein mal näher nähern. Und am Sonntag dann versuchen wir mit verschiedenen kurzen Führungen eine Öffentlichkeit anzusprechen, von den Malerparadiesen Max Pechsteins, eben über auch die angewandte Facette, eine allgemeine Führung durch die Dauerausstellung, aber wir haben uns eben auch es nicht nehmen lassen, wenigstens eine kleine Sonderausstellung anlässlich des besonderen Jubiläums auf die Beine zu stellen, wo wir Einblicke in die Erwerbungen der letzten 10 Jahre, natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, geben können, das heißt Druckgrafik, Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde, aber eben auch Dokumente. Von daher, also denke ich, können wir vieles bieten und wir freuen uns sehr, wenn die Besucher zahlreich zu uns kommen. Ja, ich habe im Programm gelesen, unser toller Filmpalast Astoria spielt hier auch eine Rolle. Ja, wir hatten ja das Glück, dass ein wirklich international gefilmter Dokumentarfilm zu Max Pechsteins Leben und Werk vor ein paar Jahren tatsächlich Premiere feiern durfte hier im Zwickauer Astoria. Und anlässlich des Jubiläums haben wir jetzt das nochmal auf die Beine stellen können. Eine Filmvorführung mit der Familie und eine Meet and Greet für potenzielle Gäste, vielleicht auch was ganz Reizvolles zu organisieren, und da freuen wir uns am Samstag um 19 Uhr im Astoria Pechstein huldigen zu können. Dann sollte das kommende Wochenende im Max-Pechstein-Museum doch wie vor 10 Jahren mit vielen Gänsehautmomenten und zahlreichen Gästen über die Bühne gehen. Einen Wermutstropfen gibt es da allerdings noch, der auch Frau Dr. Lewey ein lachendes und ein weinendes Auge beschert. Denn aufgrund von erforderlichen Baumaßnahmen werden die Kunstsammlungen demnächst erstmal ihre Türen schließen müssen. Genau, und das ist natürlich das weinende Auge, aber wir schauen trotzdem positiv in die Zukunft. Die Pechstein-Sammlung wird zum großen Teil auf eine internationale Ausstellungstournee gehen. Da laufen im Moment die ganzen Absprachen und Abstimmungen. Und das Publikum kann jetzt noch bis 30. Juni die Ausstellung hier anschauen. Wir werden noch ein großes Sommerfest organisieren und dann werden wir uns wiedersehen mit einer kleineren Sammlungspräsentation dann in der Galerie am Domhof, unserem Zwischenraum, unser Interim, wo sich die Kunstsammlungen dann während der Bauzeit präsentieren können. Dann nehmen Sie doch die Einladung an und besuchen Sie das Max-Pechstein-Museum am kommenden Wochenende, schauen sich den Film im Astoria Filmpalast an oder kommen in der noch verbleibenden Zeit bis zur vorübergehenden Schließung hier vorbei. Der
Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Der VfC Plauen hat am letzten Samstag den Dreier am Ende zu Hause behalten. Zu Gast war der VfB Germania Halberstadt und die zeigten wenig Respekt im Spiel gegen den Spitzenreiter der Oberliga. Die Gastmannschaft machte in der ersten Hälfte mehr Druck und die Gelb-Schwarzen konnten kaum Chancen für sich erarbeiten. Dennoch fiel in der 41. Minute durch Martin Netz das Tor, was Plauen zum Sieg brachte. Im zweiten Spielabschnitt war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber dennoch konnten beide Mannschaften keine Chancen verwerten. Somit blieb es am Ende beim 1:0-Sieg für die Plauener. Am kommenden Samstag reisen die Schwarz-Gelben dann nach Grimma zum Auswärtsspiel. Werbung. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Ab morgen müssen wir uns vorerst von den sommerlichen Temperaturen verabschieden. Bei Tageshöchstwerten um die 15 Grad dominieren Wolken das Wettergeschehen im Sendegebiet. Nur am Vormittag lugt auch mal die Sonne durch die Wolkenlücken. Am Donnerstag klettert das Quecksilber bis auf angenehme 17 Grad und es bleibt überwiegend sonnig. Bei einem Sonne-Wolken-Mix kratzen wir am Freitag dann schon wieder an der 20-Grad-Marke. Aus heutiger Sicht erwartet uns zum Start ins Wochenende schon wieder sommerliches Wetter. Bei Spitzenwerten von 23 Grad scheint am Samstag den ganzen Tag über die Sonne. Nur harmlose Wolken ziehen im Tagesverlauf herein. Ja, liebe Zuschauer, das war's von Tag aktuell für den Dienstag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Abend und wir sehen uns dann am morgigen Mittwoch hier wieder. Machen Sie es gut.